Ah. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Doch, ist am Apparat. Hallo, schönen guten Tag. Ja, was denn? Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo. Ich höre nichts. Hallo? Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Melanie Stein ist mein Name und ich nehme mich von Palais Promotion Deutschland aus Hamburg. Spricht mit Herrn Gerold Steiner. Ja, ist dran, ja. Hallo. Schönen Tag, Herr Steinler. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Na, YouTuber, guten Tag. Wie bitte? Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Maximilian? Guten Tag. Gerold Stein, oder? Freut mich. Hallo? Hallo? Man kann Sie nicht hören. Guten Tag, Herr Mette. Tut Ja? mir leid, Alexa, Apparat. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch nochmal jede Menge Schnipsel mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Einzelteilen. Ach. Ja? Schön, Sie zu erreichen. Doch, ist am Apparat. Wie geht es Ihnen? Schon lange nicht gesprochen. Ja, ganz gut soweit. Und selbst? Gut. Was haben Sie gesagt, ein Tag, Herr Steiner? Sie haben selber eine Anmeldung gemacht bei 24 Spanz und jetzt sagen Sie, verarschen Sie nicht die Leute, lügen Sie nicht die Leute und so weiter. Genau. Wer hat sich verarscht oder betrügt? Mich keiner, aber ich schütze die anderen Leute dafür, darüber. Welche also, Leute? Nur alle anderen. Alle. Ja, welche Leute? Wer hat das gesagt? Mir gesagt hat das keiner. Ich sag das auf YouTube. Haben Sie vielleicht über iPhone die Informationen, die Werbungen gelesen, die schlechten Bewerbungen? Und ja, das jetzt ist ja alles Betrug da bei euch, ja. Ja, jetzt habe ich ein iPhone und schlechte Bewerbungen hat viele iPhone, ne? Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ihr seid ja regelrechte Betrüger. Ihr werdet von der BaFin mittlerweile gesucht. Haben Sie richtig gesucht? Nee, die BaFin sucht euch, die Kriminalpolizei. BaFin sucht uns? Ja. Ihr seid ein illegales Unternehmen, ein illegales Callcenter. Ihr seid Betrüger und echt, damit wertloser echt, als der Rest. Echt, ich lache. Merke ich nicht. Aber warte mal ab. Es dauert nicht lange, dann stürmen sie bei euch den Scheißladen. Ja, jetzt lachst du noch. Jetzt lachst du noch. Aber du weißt, dass du nach deutschem Recht, du weißt, dass du dich nach deutschem Recht selbst damit strafbar machst, ne? Du kannst ja nicht mal richtig Deutsch. Nein, ich höre keinen Betrügern zu. Du sitzt selbst mit einem Bein im Knast. Ja, Herr Steiner, ich lache mit diesem Blablabla, was Sie gelesen haben oder mit diesen Bewerbungen. Ja, weißt du, wie egal mir das ist, ob du das glaubst. Alle Menschen auf YouTube glauben das. Für mich echt, für mich ist es egal für diese Bewerbungen, was Sie geschaut haben, weil es gibt auch auf Mercedes oder auf Apple schlechte Bewerbungen. Richtig, aber über euch gibt es betrügerische Werbung und die findest du bei Apple nicht. Bei Apple, wenn du bei Apple Geld überweist, bekommst du ein Gerät. Wenn man bei euch Geld überweist, bekommt man ein Demokonto. Ja, können Sie auch uns gerne ein Demokonto haben? Ja, was anderes gibt's ja bei euch nicht. Ich habe Ihnen gesagt. Ihr seid Betrüger. Okay, Herr Steiner, bitte träumen Sie nicht mehr, okay? Vielleicht gibst du mir mal deinen Chef. Soll ich meinen Chef sagen? Richtig, geben? Richtig. Echt? Jo. Mein Chef hat keine Zeit mit Ihnen. Das ist mir egal, ob der Zeit hat. Aber ich denke mal, der wird sicherlich daran interessiert sein, dass die Kriminalpolizei mittlerweile. Tja, immer wieder das Gleiche mit diesen Betrugscallcentern. Kaum wird man ein bisschen konkreter und will dann mal den Chef haben und schon legen sie dann auf. Weil letztendlich wissen sie selbst die eigene Antwort dazu schon. Das Ganze ist nichts anderes als Betrug.
Und genau deswegen laden wir davon jede Menge Videos hoch, damit ihr alle Bescheid wisst, was da so für Maschen auf dem Markt unterwegs sind. Und damit eben auch niemand auf sowas reinfallen kann. Denn nicht alle Betrüger sind so strunzendoof, wie wir das hier manchmal auf dem Kanal haben. Es gibt halt auch Betrüger, die es ein bisschen intelligenter angehen. Die breite Masse fährt halt oder ja versucht halt die breite Masse abzugrasen hier und dementsprechend leidet natürlich die Qualität der Mitarbeiter hier ja drastisch, ist aber auch ganz gut, denn ich hoffe, so werden nicht so ganz so viele Leute von euch beschissen. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Und das kommt dann dabei raus, wenn man es ein bisschen mit den Anmeldungen übertreibt und die mittlerweile dann schon wissen, wer da am anderen Ende der Leitung sitzt. Da braucht man, keinen neuen Namen, keine neue Telefonnummer, die hören es dann wahrscheinlich einfach schon an der Stimme. Vielleicht sollte ich mir mal einen Stimmverzerrer zulegen, aber dann einen von der Sorte, wo ihr das dann nicht so verzerrt habt, weil, weiß ich immer nicht, ich finde es dann immer, ist schwieriger dann noch zuzuhören, wenn man dann einmal die ausländische Stimme hat und hier dann auf der Tonspur denn auch nochmal einen Filter, macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Ja, was denn? Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Katrin und weiter? Ja, Sie haben bei uns... Nee, ich habe eine Frage gestellt. Katrin und weiter? Mein Name ist Katrin Müller. Katrin Müller. Aha, und wem möchten Sie sprechen? Genau. Mit Herrn Angelo Merte. Ja, aber Katrin Müller ist definitiv nicht Ihr echter Name. Sie sind eine Ausländerin, so. Da kann kein Katrin Müller zustande kommen. Ich habe Sie nicht angerufen, um meinen Namen zu sprechen. Sie haben mich angerufen, warten Sie, Sie wollen mir 250 Euro abknöpfen, Sie sind eine Betrügerin und Sie bescheißen die Leute am Telefon. Und dann wollen Sie, dass ich irgendein Krypto-Wallet auflade und da mein Geld ins Nichts schmeiße. Und Sie erzählen mir eine schöne, gelogene Geschichte ringsrum mit Ihrem gelogenen Namen. Und so läuft es immer ab. Okay, warum haben Sie diese Konto erstellt dann? Naja, damit du mich anrufst und ich dir das sagen kann, du gelogene Katrin. Dein Name ist doch nicht echt, das ist doch albern da. Das ist doch Kindergarten, was ihr da macht. Ich sagte, das ist albern, was du da machst. Das ist lächerlich. Dein Job ist lächerlich. Ich schon mit Sie. Doch, ist ganz legal, mein Job. Nein, dein Job ist lächerlich. Und wenn du den Job gerne machst, dann bist du... Ja, und hier war dann das Gespräch leider schon zu Ende an der Stelle. Schade, schade. Weiß nicht, ob das hier abgebrochen ist, weil das tolle Tuten hier gefehlt hat im Gespräch. Kann ich euch jetzt im Nachgang leider gar nicht sagen. Aber, naja, auf jeden Fall lächerlich. Die rufen mit deutschen Namen bei euch an, die gar nicht... Also das, ich verstehe immer nicht, was die sich dabei denken. Ein deutscher Name bei wirklich einer absolut ausländisch klingenden Person macht keinen Sinn. Ich meine, das kann vielleicht einmal vorkommen. Das kommt aber nicht in jedem Gespräch vor. Aber das ist hier der Fall. In jedem Gespräch rufen die euch mit irgendwelchen lustigen deutschen Namen an, ja, die sammelbegriffiger nicht sein könnten. Und dann sind sie der Meinung, die sind seriös. Na, bestimmt. Hallo. Ich höre nichts. Hallo? Ja? Ja, was denn du? Hast du schon Hallo gesagt? Was denn jetzt? Ich weiß nicht. Habt ihr auch so eine Anrufe, wo die Hallo ins Telefon sagen und dann sind sie auf einmal doch weg? Oder ist das nur so ein Phänomen, weil man so oft mit denen an der Telefonleitung ist und die dann eben relativ schnell reagieren oder realisieren, dass ja ich wie immer an der anderen Ende der Leitung sitze? Keine Ahnung, würde mich aber mal interessieren, ob ihr sowas auch öfters mal habt. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Steiner, ja? Ja. Ja, gleich noch so eine Aufnahme, wo das Gespräch dann schon ziemlich schnell wieder vorbei ist. Weiß ich nicht, er hat ja nach meinem Namen gefragt und ist dann sofort weg. Ich meine, klar, der Herr Steiner müsste mittlerweile tatsächlich echt schon verbrannt sein. Es rufen aber tatsächlich immer noch ganz, ganz viele für den Herrn Steiner an. Und mit dem Herrn Steiner habe ich mich schon eine ganze Weile nirgendwo mehr eingetragen. Ich habe euch jetzt mal was ganz Neues mitgebracht. Also das haben wir so, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt schon mal auf dem Kanal hatten. Aber momentan sind ja die Trading-Betrüger leider sehr, sehr stark unterwegs. Hier kommt mal... was Neues. Also, neu im Sinne von mal was anderes.
Ja? Hallo, schönen guten Tag. Melanie Stein ist mein Name und ich nehme mich von Palaya Promotion Deutschland aus Hamburg. Spricht mit Herrn Gerold Steiner? Ja, ist dran, ja. Sehr schön, dass Sie persönlich erreichen. Sie hatten sich online für eine kostenlose Verlosung beteiligt gehabt. Können Sie sich noch dran erinnern? Nee, um was ging es da? Für Wohnmobilgewinnspiel haben Sie sich registriert. Mhm, okay. Also ich höre meine Stimme wieder zurück. Da haben Sie Ihr Lautsprecher auf. Mhm. Weil ich kann Sie nämlich nicht so richtig verstehen oder ich höre meine Stimme zurück. Ja. Könnten Sie vielleicht auch ausmachen, wenn ich Sie bitten würde? Nee, dann kann ich Sie nicht mehr hören. Warum, wenn Sie das an dem Ohr halten, dann höre ich ganz nicht mehr hören. Nee, dann höre ich Sie leider nicht richtig. Also es tut mir leid, so kann ich auch nicht reden, weil ich höre mich zweimal, ja? Ja. Also so kann ich nicht reden, es tut mir leid, Herr Steiner. Hallo. Ja, dann geht's nicht. Bitte? Ich sage, dann geht's nicht. Genau, okay. Alles klar, dann werde ich das mal so weiterleiten, ja? Ich höre Sie, oder ich kann mit Ihnen nicht reden, ich höre mich nur selber, ne? Ja, und okay. Was jetzt mit dem Gewinnspiel? Was war da? Ja, Herr Steiner, wenn Sie Ihren Lautsprecher ausmachen können, dann könnte ich Sie dann halt aufklären. Aber so kann ich mit Ihnen nicht reden, weil ich höre mich selber. Ja, aber das würde ja dann nichts nützen, wenn ich den Lautsprecher ausmache und Sie nicht mehr höre. Aber wenn Sie das Telefon am Ohr halten, dann hören Sie mich doch. Nee, dann höre ich das leider nicht. Warum? Na, weil ich nicht so gut höre. Okay. Wir machen das dann am besten so, Herr Steiner. Ich werde das dann halt alles schriftlich zu Ihnen schicken, damit Sie sich das erstmal durchlesen können, ne? Was denn? Über Ihren Gewinn meine ich. Ach so, ja. Ja? Okay, alles klar. Schönen Tag noch, Herr Steiner. Mhm. Tschüss. Ja, ja, schade, schade, schade. Da hat man schon mal was anderes am Telefon und dann hat sie keine Lust mit mir so richtig weiterzusprechen. Das ist ja tatsächlich mal sehr bedauerlich. Ich hatte mich echt schon mal darauf gefreut, mal wieder was anderes am Telefon zu haben. Aber ich hab's euch ja gesagt, die deutschen Betrüger sind nicht ganz so blöd wie die aus dem, naja, von da, wo sie halt herkommen. Ne? Auf jeden Fall ist hier wahrscheinlich der Lautsprecher zu viel gewesen? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Wenn ich mich selbst anrufe und dieses Telefon auf Lautsprecher habe, ich höre kein Echo. Ich weiß nicht, ob das so mit Absicht sein soll. Vielleicht hat die Software da irgendwas drin, damit das dann, ja, ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Vielleicht fällt es halt einfach nur auf. Aber letztendlich, schade, dass wir sie hier nicht noch ein bisschen länger hinhalten konnten. Ich kann euch aber versprechen, es wird auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere Mal dann doch nochmal was Neues geben. Ich glaube, ein Stromanbieter hat hier wieder angerufen und ja, eine olle Zeitschrift sollte ich auch noch kaufen. Mal sehen, ob ihr das jetzt auch demnächst dann noch hört. In diesem Video jetzt hier natürlich noch nicht, aber demnächst. Hallo. Schönen Tag, Herr Steiler. Ja. So, ich bin Lea. Alles gut bei Ihnen heute? Was sind Sie? Mega? Lea. Ach, Lea. Von der Firma Ace Investing. Ja. Okay, das geht über eine Anmeldung, die Sie gemacht haben, über eine Investition. Erinnern Sie sich? Nee. Nochmal? Nee. Okay. Das ist ein Trading-Account, das Sie eröffnet haben bei Online-Investitionen. Und wann? Ich werde Ihnen helfen. Das kann ich nicht sehen. Ich habe hier nur die Daten von Sie. Ja, nur wenn Sie da die Daten haben, dann sehen Sie doch bestimmt auch, wann das... Nein, nein. Das müssen Sie selber wissen, was Sie das gemacht haben. So, Sie können da selber bei Google gehen und schauen, die Konto, das Sie haben, eröffnet bei Online-Investitionen. Aha. Haben Sie einen Computer dabei? Was ist denn das überhaupt für eine Firma? Nochmal? Was ist denn das überhaupt für eine Firma? Haben Sie einen Computer dabei? Sie können selber schauen. Ja, sagen Sie es doch. Ich habe Sie doch jetzt am Telefon.
Okay, schreiben Sie A wie Anton. Ich habe gefragt, was das für eine Firma ist. Also, das ist eine Trading-Plattform, die hilft Ihnen, um eine Konto aktiver zu machen und weiter Profite zu machen mit einer Expert sogar. Aha, was hat man davon? Nochmal? Und was hat man davon? Also, Sie werden erst einmal eine Konto aktive machen, weil das ist Passivstatus. Und danach, Sie werden mit einem Broker handeln. Okay? Aha. So, der Broker wird Ihnen unterstützen. Der macht einen Plan für Sie. Und Sie werden jeden Moment schauen, wie viele Profite Sie erreicht haben. Was für Profite? Verstehen Sie mich? Nee. Okay. Können Sie jetzt bei Google gehen? Gleich, ja. Mhm. Ja? Ja, was denn? Also, sind Sie jetzt bei Google? Nee, aktuell bin ich jetzt noch auf Toilette. Ach so. Hm. Hallo, hör ich meine Stimmung? Zweimal. Was für Stimmung? Meine Stimmung. Also ich höre zweimal meine Stimmung. Nein. Haben Sie Lautsprecher gemacht? Ja, ja. Machen Sie YouTube? Ja. Ja, super. Und Sie? Ich mache keine YouTube. Und wie heißen Sie auf YouTube? Ach, das ist doch egal. Ja, erzählen Sie mir, wie heißen Sie auf YouTube? Machen Sie Videos? Kakerlakenvernichter. Machen Sie Videos? Ja, ja. Ich mache so. Okay, und was erzählen Sie dort? Na, ich zeige, wie ich so Kakerlaken vernichte. Nochmal? Ich zeige, wie ich Kakerlaken vernichte. Denken Sie, dass Sie werden Spaß mit mir machen? Denken Sie, dass ich bin dumm? Nee, habe ich aber auch nicht gesagt. Ja, so. Sie denken, dass Sie werden mit mir also Spaß machen, um zu sagen, dass Sie haben eine Konto und so weiter Informationen über uns zu nehmen. Guck mal, das ist kein Spaß, das Sie machen, okay? Hä? Was denn für Spaß? Ich dachte, Sie rufen jetzt wegen irgendwas anderes an. Ich rufe Sie an, weil hier steht eine Konto mit dieser Nummer, okay? Ja. Ja. Und weiter? Jetzt schon Tag noch. Wie bitte? Tschüss. Warum? Na immerhin, kommt ja auch nicht so oft vor, sind hier keine Beleidigungen gefallen. Naja, auf jeden Fall, das ganze Gespräch war von vorne bis hinten einfach nur schon wieder absolut hirnrissig. Hauptsache, irgendwie an die Kohle kommen, koste es, was es wolle, Fragen beantworten. Ja, zum Beispiel, was das überhaupt für ein Anruf jetzt hier darstellt, das interessiert überhaupt gar nicht. Da weiß man auch nichts drüber. Hauptsache, man geht auf die Webseite und zahlt da irgendwie seine Kohle ein. Und genauso ist es immer wieder das Gleiche. Vor allem, ich habe ja auch gefragt, wann ich mich da angemeldet habe. Komischerweise konnte sie mir auch das nicht beantworten. Naja, die Gesetzeslage sagt aber da ein bisschen was anderes. Sie muss mir ganz genau sagen können, wann und wo ich da dieses Opt-in gesetzt habe, dass man mich anrufen wird oder darf. Ja, aber das kann man ja nicht. Das ist halt immer wieder ein gutes Indiz für eine Betrügerfirma. Fragt einfach, woher die eure Daten haben, wann ihr das gemacht habt und was die genau von einem wollen. In der Regel sind sie dann ganz, ganz schnell weg. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Fick dich. Herzallerliebst. Ruft bei mir an und das Erste, was sie tut, ist, mich zu beleidigen. Tja. Aber ich denke mal, hier wird der Computer einfach den Datensatz wieder automatisch hochgeschmissen haben und, naja, sie hat gelesen, wen sie da am Telefon hat oder sie hat es an der Stimme erkannt. Naja, und dann hat sie schon von Anfang an keinen Bock mehr auf das ganze Gespräch gehabt. Naja, aber super seriös, das beweist ja gleich wieder von vornherein, was hier für ein Unternehmen angerufen hat. Denn ich glaube, jedes vernünftige Unternehmen würde hier ein bisschen anders reagieren. Zum Beispiel einfach mal die Nummer sperren oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber, naja,
so ist das halt, ne? Wenn man keine Mittel hat und sich eigentlich gar nicht richtig rechtfertigen kann, dann beleidigt man halt eben. Ja, YouTuber, guten Tag. Wie bitte? Ja, guten Tag. Ja. So, alles gut? Ja, und bei Ihnen? Ja, bei mir auch gut. So. Ich habe ihn angerufen, ich bin von ihrer... von Arzt. Von einem Arzt? Arzt, ja. Von einem Arzt, okay. Ja, sie haben gestern einen Termin von bei uns vereinbart. Terminarzt. Was für ein Arzt? Terminarzt. Verstehe ich nicht. Terminarzt. Sie brauchen einen Arzt. Nein, nein, Sie haben gestern bei uns einen Terminarzt gelassen. Zahnarzt. Beim Zahnarzt? Ja. Ach so, da habe ich einen Termin. Bei Psychiater, also Entschuldigung, bei Psychiater, nicht bei Zahnarzt. Psychiater. Ach so. Ja, das wusste ich ganz gut, so, ja. Hm? Ich wollte Sie fragen, warum sind Sie gestern nicht bei uns gekommen? Wieso? Ich bin doch gestern gekommen. Bei, ja. Ich bin halt nur nicht bei Ihnen gekommen. Nein, bei Psychiater. Was? Hm. Haben Sie Ihr Mikrofon gerade in den Mund genommen? Ja, Steiner, ja, ja, Steiner. Ja. Schönen Tag noch, tschüss. Aha, tschüss. Ich glaube, das ist dann so ein Beispiel dafür, wenn die in ihrem illegalen Callcenter eine Pause machen oder ja einfach nur zu wenig Datensätze reinkommen und dann überlegen sie sich halt einfach mal bei den YouTubern anzurufen. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch so passiert. Also bis jetzt habe ich das nur ganz, ganz selten gehört, dass die aus Langeweile auch bei anderen anrufen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es einfach auch an der Masse von meinen Anmeldungen hier. Hm, wer weiß. Hallo, schönen guten Tag. Tja, da war sie wohl schon wieder dran, aber hat wahrscheinlich nach einem neuen Datensatz von mir gesucht. Naja, und dann bemerkt, dass ich schon wieder am Telefon bin. Tja, ich glaube, die sind da tatsächlich schon echt genervt. Aber eins kann ich euch verraten, es wird in Zukunft übrigens ein Video geben, wo mir tatsächlich Geld geboten wird, damit ich aufhöre. Tja, weiter bei denen anzurufen, beziehungsweise weiter mich einzutragen. Aber das gibt's ein bisschen später hier auf diesem Kanal. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Maximilian? Sophia, am Apparat, und ich rufe von Ihrem Handelskonto. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut erstmal? Was ist Ihr Handelskonto? So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen und Sie haben ein Handelskonto eröffnet. Ja. Wo denn? Wissen Sie schon, ja? Wo denn? Aber dieses Konto, das Sie eröffnet haben, ist für den Moment noch nicht aktiviert. So, erstmal frage ich Ihnen, haben Sie Informationen, wissen Sie, um was geht, wie das funktioniert? Ja. So, hören Sie mich? Ja. Okay, dann haben Sie dabei einen Computer mit Ihnen und wir können weitermachen? Ja. So, können Sie Ihren Computer nehmen? Okay, Herr, was machst du? Ja, was sind Sie erstmal? Ja, hören Sie mich oder nein? Bitte geben Sie eine Antwort. Ja, was denn? So, sind Sie Herr Maximilian, ja oder nein? Ja, wie ist denn der Nachname? Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, haben Sie mich verstanden bis zu Anfang, was ich Ihnen gesagt habe? Haben Sie mich denn verstanden, was ich gesagt habe? Sie haben gesagt, nur ja, und können Sie Ihre Computer Ich habe nehmen? Gefragt, wen möchten Sie sprechen? So, Herr, ich möchte mit Herrn Maximilian sprechen. Einen Herrn Maximilian gibt es hier nicht. Okay, dann sagen Sie, mit wem spreche ich am Gespräch? Wie das ist Ihre geht Name? Sie überhaupt nicht an. Wen möchten Sie sprechen? Weil Herr Maximilian, das ist ein Vorname.
Wen möchten Sie denn sprechen? Vielen Dank für Ihre... Kennen Sie nicht Herrn Maximilian, ja? Es gibt keinen Herr Maximilian. Maximilian ist ein Vorname, aber okay, dazu reicht scheinbar deine Intelligenz nicht. Betrüger, 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 Betrüger. Das ist tatsächlich richtig nervig und ja, ständig fragen sie nach dem Vornamen und sagen dann Herr Maximilian und so ein Quatsch. Also ja, das zeugt einfach nur wieder davon, dass sie gar keine Ahnung haben, wie die Gepflogenheiten hier in Deutschland sind. Und tja, der ein oder andere kann das tatsächlich auch als richtig extrem respektlos ansehen. Denn was soll das? Letztendlich sind wir hier in Deutschland und dann möchte ich, wie bekannt ist, auch vernünftig auf Deutsch beschissen werden. Und vor allem möchte ich, dass man mich vernünftig anspricht. Aber das kriegen die halt alle irgendwie selten so richtig hin. Guten Tag. Gerold Stein, oder? Hm. Freut mich ja. Mein Name ist Moritz Kuhlmann. Konterverwalter von East Investing. Und zwar, ja, Grund, warum ich Sie jetzt gerade mal anrufe. Es geht über eine Handelskontermann, das Sie schon bei uns eröffnet haben. Erinnern Sie sich? Nee, wie heißt die Seite? Nochmal bitte? Ich sagte nein. Wie heißt die Seite? East Investing. Die Hauptplattform. Mhm. Genau. Eine Hauptplattform. Nochmal? Eine Hauptplattform. Genau, die Hauptplattform. Was ist denn das? Was das ist? Hm? Wie wird das, was das ist? Das ist die Hauptplattform, wo Sie ganz genau eine Handelskonto haben, mein Herr. Ja, aber wieso Hauptplattform? Und? Gibt doch noch andere. Nö. So. Es gibt unsere Filialen, aber wir sind die Hauptplattform. Aber es gibt doch andere Firmen auch noch. Nochmal bitte? Ich sagte, es gibt doch auch andere Firmen als Sie. Ja, das kenne ich auch, auf jeden Fall. Es gab auch andere Firmen, aber die Hauptplattform sind wir. Aber warum sind Sie die Hauptplattform? Ach, Sie wollen einfach jetzt gerade noch sprechen oder was jetzt gerade? Na, Sie rufen mich an, also wollen Sie ja scheinbar sprechen. Ja, und ich frage Fall. Nur, was Sie jetzt... Auf jeden Fall, ich habe Sie gesagt, dass worum es ganz genau geht und Sie wollen einfach etwas anderes mal besprechen, also bitte. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich habe auf jeden Fall auch mal keine Zeit, ich habe auf jeden Fall auch mal andere Kunden, also bitte. Na, dann rufen Sie doch die anderen Kunden an. Es ist nur eine kurze Frage. Wollen Sie einfach mit Ihrem Konto weitermachen oder nicht? Das. Ja, wenn ich jetzt erstmal verstanden habe, was Sie genau von mir wollen, dann weiß ich ja, was Sie von mir wollen. Ich habe gesagt, ich bin Ihre personalische Kontoverwalter und ich werde Ihnen dabei helfen, damit Sie diesen Konto, das Sie schon bei uns haben, um das zu aktivieren und auf jeden Fall, damit Sie da weiter mit Ihrem Konto machen könnten, mein Herr. Also, das ist ganz leicht. Ja, aber ich habe das mit der Hauptplattform noch nicht verstanden. Nochmal bitte? Ich sagte, ich habe das mit der Hauptplattform noch nicht verstanden. Also, es gibt nichts zu verstehen. Aha. Also muss ich das nicht verstehen, was Sie mir am Telefon sagen. Was ich ganz genau meine, haben Sie schon verstanden, oder? Nee, eigentlich nicht. Auf jeden Fall nicht. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, ich dir nicht. Warum nicht? Ja, weil ich weiß nicht, was so ein Anruf soll. Ich meine, Sie rufen mich ja an mit Musik im Hintergrund, erzählen mir irgendeinen Kram, den kein Mensch versteht. Klingt nach Betrüger. Ist das die Musik, ist das ein Problem für Sie oder was? Es ist schon ein Problem für mich, wenn mich Betrüger anrufen, ja. Nochmal bitte? Ich sagte, es ist schon ein Problem für mich, wenn mich hier Betrüger anrufen, ja. Ach so, wirklich meinen Sie das oder was? Was? Meinen Sie das wirklich? Na, ich meine das so, wie ich das gesagt habe, ja. Einen schönen Tag noch. Ja, wie gesagt, ich wünsche es Ihnen nicht. Okay, ist mir scheißegal. Merke ich. Ja, was wollte der jetzt eigentlich ganz genau von mir? Der ruft mich an, erzählt, dass er eine Hauptplattform hat und alle anderen keine Hauptplattform sind und nur sie die größten sind und da sollt ihr dann investieren. Mhm, toll. Also ist ja wie auf dem Schulhof, als würde sich da der King hinstellen, mit der Hände auf der Brust klopfen und sagen so, ich bin hier der King und alle anderen haben jetzt zu tun, was ich sage. Und ich schubse die Leute und nehme denen ihre Brotbüchsen weg. Mehr ist das hier nicht. Also, ja, weiß ich nicht. Also so wird wohl der Betrug da ablaufen. Tja, da haben sie sich wahrscheinlich genau die Leute aus der Schule rausgeholt, die wir damals alle nicht mochten. Ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe nicht, was der eigentlich, wie kann man so irgendwas verkaufen wollen?
Ich meine, der war ja auch nur unverschämt. Der brüllt ja gleich rum am Telefon, sofort auf Agro, nur weil ich da eine Frage stelle und nicht so ganz kapiert habe, was der jetzt eigentlich von mir genau will. Ich meine, klar habe ich kapiert, was der von mir will. Der will mich bescheißen. Mehr ist es ja nicht. Aber, naja, ich meine, hier hat er sich von Anfang an gleich selbst verraten, dass er wohl nicht seriös sein kann. Denn übers Verhalten identifizieren sie sich alle. Da fällt's dann spätestens immer auf. Hallo? Hallo? Man kann Sie nicht hören. Guten Tag, Herr Merte. Ja? Tut mir leid, Alexa, Apparat. Mhm. Ja. Herr Merte, ich rufe Ihnen von DAX Chiron an. Sie haben sich um Handelskonto angemeldet bei uns am 1. diesen Monat. Aha, wie heißt die Firma? DAX Chiron. Aha, buchstabieren wir mal, dann suche ich hier gleich mal. DAX wie der deutsche Index. DAX Chiron wie der Metal. Sie haben sich vor 3 Tagen gemeldet, so ich glaube, Sie wissen das schon. Ja, und dann weiter DAX Chiron und dann? DAX Chiron, die gleichen Leute, die ihn angerufen haben, sie haben einmal gesagt, sie sind nicht interessiert. Ja, DAX Chiron und weiter? Ja, sie haben gesagt, dass sie sind Betrug sogar, können Sie sich vorstellen. Ja, wie kann ich denn die Seite aufmachen? Angelomerte. Ja, woher wissen Sie das, wir sind Betrug? Können Sie jetzt eigentlich auch mal auf eine Frage antworten? Geht es? Warum soll ich auf viele Fragen antworten? Ja, dann könnte man das mit dem Betrug ja vielleicht mal widerlegen, aber es scheint ja kein Interesse dabei zu sein. Wer sind Sie? Ja, DAX Chiron und dann weiter? DAXchiron.com. Ach, .com. So, dann gucke ich mir mal die Seite. Ach ja, genau, das war hier so eine Betrugsseite, ja genau. Genau, die Betrugsseite, da steht auf Ihrem Kopf. Ist hier zu sehen, dass das eine betrügerische Seite ist, ja. Sind ja genug Einträge dafür im Internet vorhanden. Sie sind Spezialist an diese Sachen, ich glaube. Sie sind ja nirgendwo registriert. Können Sie jetzt legen, da. Auflegen. Ja. Alles Gute. Aha. Tja, so ist das als Betrüger, wenn man nicht so richtig weiter weiß. Beziehungsweise hier ist es, also der Anruf hat ja auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Der ruft an und weiß, dass ich schon mal mit einem Kollegen oder einer Kollegin gesprochen habe, wo ich das Ganze schon als Betrug aufgedeckt habe und dann versucht er das hier ernsthaft nochmal. Naja, und dann gibt er sich nicht mal Mühe, das Ganze irgendwie noch ins rechte Licht zu rücken. So stellt man sich das natürlich vor. Also da stellt sich wirklich die Frage, was verspricht er sich davon, nochmal anzurufen? Die wissen doch, wenn man schon mal, wenn man aufgeflogen ist und schon mal nicht bescheißen konnte, dann wird man es auch das zweite Mal nicht. Oder denken die, dass da vielleicht jemand anders rangeht, wo sie denn das Geld aus der Tasche ziehen können? Es ist mir immer wieder ein Rätsel. Kann man nicht nachvollziehen, werden wir auch nie nachvollziehen können. Aber ich hoffe, euch hat die Schnipselparty trotzdem ein bisschen gefallen. Wer möchte, kann gerne den Daumen nach oben drücken, den Kanal vielleicht noch abonnieren. Und hier gibt's jetzt noch eine ganze Menge Videos aus der Playlist, die ihr euch auch noch reinziehen könnt. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.